Hallo und herzlich willkommen bei Instalot. Heute fangen wir ein neues Buch an, und zwar ein Buch über Stephen Avery. Manche wissen es von euch, er war der Grund, warum ich mit dem True Crime Kanal angefangen habe. Es gibt eine Netflix-Serie Making a Murderer und die habe ich mir angeschaut, zuerst den ersten Teil, und dann kam der zweite Teil raus und ich war beim ersten Teil schon so krass schockiert und beim zweiten war ich noch schockierter. Ich dachte mir, das kann echt nicht sein, ein Mann, der zum zweiten Mal unschuldig im Gefängnis sitzt. Es gibt noch die ein oder anderen, die sagen, er ist definitiv schuldig, oder es gibt auch sehr viele, die sagen, ich glaube, er war 17 oder 18, als er mal eine Katze ins Feuer geworfen hat und aus diesem Grund soll er lebenslang ins Gefängnis gehen. Ja, wenn es nach dem geht, müssten aber wirklich ganz viele ins Gefängnis gehen, weil viele, und das sage ich als Therapeutin, im Kindheitsalter gerne mal Tiere schlecht behandelt haben, sie geschlagen haben oder gequält haben. Das ist ein Ausdruck von Frustration. Kinder wissen oft nicht, wie sie mit etwas umzugehen haben. Das ist keine Ausrede und auch keine Entschuldigung, das weiß ich. Aber meine Zuhörer sind wahrscheinlich schon so klug, dass sie das auch wissen, wie ich das meine. Auf alle Fälle ist aber der Tatbestand so, dass Kinder, auch Jugendliche, so mit ihrer Wut umgehen. Sie lassen das an Tieren aus, die das dann meistens über sich ergehen lassen. Hunde werden dann mal geschlagen oder auf den Arsch gehauen. Also so lapidar es gerade klingt, so drücken sie ihre Trauer aus und so traurig es auch ist, für beide Seiten, natürlich auch für die Tiere, da sie es ja nicht verdient haben und es halt natürlich auch ein Lebewesen ist. Ich möchte nochmal verdeutlichen, dass ich das überhaupt, also in keinster Weise unterstütze oder das als Ausrede sehe, dass Kinder oder auch, so wie Stephen Avery, der ein IQ von ungefähr, ich glaube, der lag bei 80 bei ihm ist, ein normaler Durchschnitt ist 90, durch das Handy und die Technik ist der Durchschnitts-IQ auf 120 gestiegen, da wir uns viel schneller Wissen aneignen können als damals, als wir noch zur Bücherei mussten. Und bei ihm ist er extrem niedrig gewesen. Das lag anscheinend irgendwie in der Familie. Ist in Amerika aber an sich auch irgendwie normal, da die Schulbildung nicht ganz so gut ist oder nicht ganz so streng ist wie hier. Auf alle Fälle heißt es jetzt nicht, dass es eine Entschuldigung dafür ist, dass es okay ist oder erlaubt ist. Also ich bin selber Pesketarier, das heißt, ich esse, wenn höchstens, dann auch mal nur Garnelen. Ich esse kein Fleisch, ich trinke keine Kuhmilch, ich bin im Tierschutz tätig, ich nehme jede Katze und jeden Hund, egal wie problematisch er sein sollte oder wie krank er ist, auf. Das wissen viele auch, es ist keine Entschuldigung, nur man kann es definitiv nicht vergleichen, ein Mord an einem Mädchen, an Theresa Halbach, mit einer Katze zu vergleichen. Also Menschen, die dann wirklich so rigoros sind und sagen, ja, du hast jetzt eine Katze ins Feuer geworfen, du solltest lebenslang ins Gefängnis. Wenn jemand wissentlich sowas macht und aus Spaß, finde ich es sehr gut, wenn jemand 2-3 Jahre ins Gefängnis geht. Aber lebenslänglich ist dann doch ein bisschen weit hergeholt, vor allem, weil das nicht mit einem Menschenleben zu vergleichen ist. Für mich ist ein Tier auch kein Gegenstand und es ist auch nicht irgendwie zu vergleichen mit, man zerstöre Holz oder so etwas, aber es ist nicht mit einem Menschenleben zu vergleichen. Das sehen manche anders, gerade die Hundehalter sehen das tatsächlich so, dass ein Hundeleben so viel wert ist wie ein Menschenleben. Ich finde es persönlich schwierig zu sagen, was jetzt mehr Wert hat. Beides ist ein Leben und beides sollte man ehren und auch schützen. Gerade Hunde sind ja auch sehr viele Hunde hilfebedürftig. Aber es gleichzusetzen, also wenn man jetzt so die Auswahl hat, an einer Klippe oder einem brennendes Haus, rette ich jetzt die alte Frau, die im Rollstuhl sitzt oder so, rette ich sie da jetzt raus oder rette ich den Hund, weil er so süß ist? Muss ich sagen, ein normal denkender und mental gesunder Mensch würde sich für den Menschen entscheiden, weil er den Unterschied kennt. Menschen, die jetzt sagen, ich entscheide mich für den Hund, haben massive Einschnitte in der Vergangenheit erlebt mit anderen Menschen. Kann man als PTBS oder Trauma vergleichen. Die haben ein so krasses Trauma mit Menschen erlebt, dass sie sich für ein Tier entscheiden. Also so kann man jetzt nicht sagen, das ist krank oder es ist nicht okay, wenn ein Mensch sich jetzt für ein Tier entscheidet. Er hat halt einfach ein Trauma und hoffentlich weiß er das auch und sollte das auch behandeln. Denn schlussendlich sind wir eine andere Rasse. Wir sind halt einfach Menschen und wir Menschen sollten uns gegenseitig unterstützen und nicht bekämpfen und auch nicht aus dem Weg gehen und uns nicht für Tiere entscheiden. Wenn es geht, natürlich im besten Fall sollten wir beide retten. Ich persönlich hätte da tatsächlich Schwierigkeiten. Ich würde gucken, dass ich zuerst einen Hund renne, mir den irgendwie unter meinem Pulli packe und dann noch zur Frau renne. Ja, so schwierig. Auf alle Fälle finde ich es jetzt mal ganz interessant, dieses Buch anzufangen. Für alle, die sich jetzt wundern, warum ich jetzt schon seit 5 Minuten hier rede, ich muss das so machen. Ich muss ein O-Ton dazu geben, da ich hier nicht einfach irgendwelche Bücher öffentlich übersetzen kann und veröffentlichen kann. Natürlich wäre das eine ganz feine Sache, wenn ich nur alles ganz stupide vorlese und er genießt das vorm Einschlafen und müsst dieses Gequake von mir nicht ertragen. Das darf ich leider nicht. Also wir haben die Wahl zwischen mein Gerede und gar nichts. Deswegen entscheide ich mich für mein Gerede.
Und ab und zu werde ich da halt was dazu sagen. Ich versuche das natürlich im Rahmen zu halten. Ich muss aber auch gucken, dass ich von der Zeit irgendwie dann doch so einen Ausgleich habe. Ansonsten ist es eine 1:1 Übersetzung und das sollte man auch nicht. Und finde ich auch total in Ordnung, weil schließlich versuchen sie ja auch damit Geld zu verdienen. Wir versuchen dann Textanalyse zu machen mit psychologischem Hintergrundwissen, da ich ja Therapeutin bin. Das wissen manche. Wir versuchen da einfach ein bisschen hinter die Bühne zu gucken oder wie man dazu sagen möchte. Machen das wir mit allen anderen Büchern auch. Genau, und ich würde sagen, ich fange jetzt mal an mit der Einleitung. Und zwar dieses Buch heißt, genau, Moment, erstmal Wrecking Crew, Demolishing the Case, Avery. Also eigentlich habe ich das übersetzt mit die Abrissfirma und wir zerstückeln oder zerreißen halt einfach jetzt den Fall und teilen das und gucken da jetzt einfach mal rein, analysieren das. Aber irgendwie hat der Übersetzer das jetzt übersetzt als die Reparaturfirma. So, keine Ahnung. Leider gibt es bis jetzt noch kein Programm, bei dem ich irgendwie alles einfach reinhauen kann und der übersetzt mir das richtig gut. Ich muss alles nochmal komplett überarbeiten und nochmal Textbausteine zusammenfügen. Ganz einfach ist das nicht. Also für manche, die fragen, mit was übersetze ich? Ich übersetze mit DeepL, aber vertraut DeepL nicht und vertraut keine AI. Ihr müsst alles nochmal komplett überarbeiten. Also das ist schon recht viel Arbeit. Gut, weil vieles übersetzt da halt auch einfach falsch, wie man sieht. Wir fangen an mit der Einleitung. Als ein Landmädchen aus dem mittleren Westen, Theresa Halberg, Green Bay, Wisconsin, aufs College ging, fand sie ihre Berufung in der Fotografie. Nicht weit vom Lambeau Field verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt als Teilzeitfotografin in einem Einkaufszentrum im Westen von Green Bay. Für ihre Familie war Theresa Halberg die aufstrebende Fotografin. Sie fotografierte Hochzeiten und auch Kinder. Doch nach ihrem College-Abschluss begann Theresa, sich für die riskante, provokative Fotografie zu beschäftigen. Sie hatte eine wilde und verrückte Seite. Zukünftige Jobaussichten bei X-Rated-Magazinen wie Hustler und Penthouse waren nicht ausgeschlossen. Ich habe Frau Halberg mehrmals die Erlaubnis gegeben, mein Fotostudio für Aktporträts ihrer Kunden zu nutzen. Tatsächlich war es Teil meines eigenen Geschäfts, Aktfotos von meinen Kunden zu machen. So Tom Pierce, Inhaber von Pierce Photography. Im letzten Jahr ihres Lebens wurde Theresa in die dunkelsten Ecken des Internets gezogen. Ihre Firma, Photography by Theresa, war auf der Suche nach neuen Kunden für sexuell explizite Fotos in noch gewagteren und aufreizenden Posen. Fotografie von Theresa ist Adult Entertainment, also Erwachsenen-Entertainment, Erwachsenenunterhaltung. Allgemeine Fotografie, Porträtfotografie, professionelle Fotografie für besondere Anlässe und visuelle Kunst. Viele Jahre nach dem frühen und grausamen Tod wurde Pierce gebeten, Theresas geschäftliches Profil zu überprüfen, indem sie für ihre Dienstleistungen im Bereich der Erwachsenenfotografie warb. Basierend auf meiner persönlichen Kenntnis von Frau Halbachs Geschäft ist dies eine genaue Darstellung der Dienstleistungen, die Frau Halbach im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit anbietet, so Pierce. Neben ihrer Tätigkeit als Aktfotografin arbeitete Halbach auch für das Auto Trader Magazine. Sie fotografierte Autos, Trucks und Lieferwagen, die Leute verkaufen wollten. Diese Arbeit fokussierte sich auf die Gegend um Green Bay. Auto Trader fand heraus, dass einige der Männer anmerkten, dass sie Sexappeal hatte. Sie fühlten sich von ihrer Statur angezogen und wollten ihre wilde Seite kennenlernen. Im März 2005 erzählte mir Frau Halberg, dass ein männlicher Kunde von Auto Trader ihr sexuelle Annäherungsversuche gemacht und sie in seine Wohnung eingeladen habe, erinnert sich Pierce. Theresa erzählte mir, dass sie sich bei dieser Annäherung unwohl fühlte. Nach diesem Vorfall erwähnte Frau Halberg, keine Probleme mit Kunden von Autotrader mehr zu haben. Insbesondere hat Frau Halberg nie Bedenken geäußert, zum Avery-Anwesen zu gehen. Doch bevor sie an Halloween 2005 verschwand, hatte Halberg Grund zur Sorge. Noch ganz kurz dazu, manche sagen da, also ist es leider immer noch so, dass manche sagen, naja, ist sie ja selber schuld, weil sie hat sie ja irgendwie auch nach außen getragen, dass sie sich für Aktfotografie, für nackte Körper interessiert. Das muss ja auch privat dann so sein und deswegen macht man ihr ja einen Gefallen und bietet ihr das ja dann auch privat an, weil irgendwie ist das ja ein Fetisch. Das ist so eine stupide Denkweise. Das ist genauso, als würde man Onlyfans, Mädels im Privatleben treffen und sie einfach da mal fragen, schick dir mal ein Foto, mach mal Fotos für mich und schick dir einfach mal rüber. Und das ist halt so, man muss sich so irgendwie so denken, geht ihr denn eigentlich auch zu euren Freunden, die Bodenleger sind oder die irgendwie Dachdecker sind und sagen, du, kannst du mal mein Dach machen? Für Umme? Für nix? Merkt ihr das? Das ist irgendwie so, irgendwie dumm, ne? Irgendwie schon dumm. Also wie kann man denn andere Frauen, die das professionell machen, die Geld für ihre Fotos verlangen, einfach mal fragen so, ja, könntest du mir mal ein Foto schicken, gratis?
ja nee, könntest du nicht, weil das ist doch ihr Job, die lebt ja davon. Und warum sollte man jetzt dir ein Foto geben oder warum sollte man sich privat dann mit anderen Männern über sexuelle Vorzüge unterhalten? Also privat und geschäftlich, damit haben viele Leute ein Problem. Auch dazu gehört auch so Dienstleistersachen wie Fotografie. Oder auch so YouTube, das sehen ja auch viele als Dienstleister an, obwohl es gar nichts mit Dienstleister zu tun hat. Die sagen, ich habe dich kostenlos abonniert und für mein kostenloses Abo möchte ich auch was geboten bekommen. Das ist so diese Einstellung vorzugsweise und das muss ich sagen, auch wenn man mich dafür ankreiden könnte, ist es bei Deutschen so. Das erlebt man bei vielen amerikanischen Kanälen überhaupt nicht, da wird man gefeiert. Zum Beispiel, du machst jetzt ein Strickstück, einen schönen Pullover und lädst es dann hoch und der ist gar nicht mal so gut geworden. In Amerika wirst du gefeiert und die sagen dann, ah, ist doch ganz schön geworden, sei stolz auf dich. In Deutschland ist das so, naja, könnte besser sein, nächstes Mal wird's besser, da lernst du halt noch ein bisschen was. Genau das ist das und das ist halt sehr traurig, weil das einfach, das sollte nicht so sein. Und wenn du dich für eine Arbeit interessierst, heißt das nicht, dass dein Privatleben nur davon bestückt ist. Es gibt tatsächlich bei mir auch meinen Umkreisen Leute, die denken, dass sie, wenn sie ein Problem haben, dass sie dann immer zu mir kommen können und ich ihnen dann eine psychologische Beratung anbiete, kostenlos, wofür andere Leute halt Geld zahlen, kriegen sie halt stundenlang umsonst. Die schreiben mir dann auch nachts, so die schreiben mir sonntags um 7 Uhr morgens mit 3 Fragezeichen nach einer Stunde, wenn ich nicht antworte. Die fordern dann immer. Und die Leute fordern hier bei Theresa aber auch, die fordern halt einfach so, ja, du machst ja in der Arbeit solche Fotos, also musst du ja Privates und Interesse haben. Weiß ich nicht, ist schwierig. Ihr müsst euch immer so Vergleiche setzen. Wie zum Beispiel ein Frauenarzt ist ein Frauenarzt. Schaut er sich privat dann zu Hause nur Pornos an, um die Statur der Frau kennenzulernen? Ich denke nicht. Ich denke, dass es nicht so ist. Also weil jemand ein Frauenarzt ist, heißt es jetzt nicht, dass er privat darauf steht. Wenn jemand jetzt Pornografie oder eine Pornodarstellerin ist, heißt es nicht, dass du dir einfach nehmen kannst, was du möchtest und dann auch noch gratis dazu, weil ist ja so. Also das beste Vergleich ist immer, und das erlebe ich in der Forensik, in der Kriminalpsychologie, erlebe ich dann, dass Frauen gefragt werden, wenn sie vergewaltigt wurden, was hatten sie denn an? Das ist so eine freche und dreiste Frage, die kann man sich sonst wohin stecken, weil egal was ich anhabe, man hat mich nicht anzufassen, es ist einfach so. Und wenn das Gegenüber sich provoziert fühlt davon, auch wenn ein nackter Körper vor einem steht und er die Finger nicht bei sich halten kann, dann hat diese Person ein Problem. So viel dazu, jetzt gehen wir weiter. Ihr Leben war nämlich in Gefahr. Weiterlesen. Ihr Leben war in Gefahr. Ich wusste, dass Frau Halbach Anrufe von jemandem erhielt, der sie belästigte, erzählt Pierce. Zur gleichen Zeit wurde ein chaotischer Scheidungsfall am Brown County Gericht verhandelt. In der Innenstadt von Green Bay. Ein Paar, das in der Nähe von Green Bay wohnte, hatte ihre Dienste als Aktfotografin in Anspruch genommen. Doch als die Ehe des Paares in die Brüche ging, begann Theresa eine romantische Beziehung mit einem Mann, der fast ein Jahrzehnt älter war als sie. Er betrieb einen Disc-Jockey-Service und arbeitete für einen Fernsehsender in Green Bay. Theresa hatte Nacktfotos von Bradley und seiner Frau gemacht. Danach trennten sich Bradley und seine Frau und Theresa fing an, mit Bradley auszugehen. Theresa und Bradley hatten nur Geschlechtsverkehr und Theresa hatte keine Gefühle für ihn. Es war nur körperlich. Bradley und seine Frau hatten eine Zeit lang Probleme und er vertraute Theresa seine Gefühle an. Am Tag vor ihrem Ableben hatte Theresa E-Mails mit einem Freund geschrieben, der sie in ihren Bemühungen unterstützte, ihr Geschäft mit der Fotografie für Erwachsene auszubauen. Hey Theresa, es war toll, von deinem arbeitsreichen Leben zu hören. Es klingt, als hätte sich im letzten Jahr so viel für dich verändert. Es ist schön zu hören, dass die Geschäfte gut laufen. Es klingt, als hättest du viele Hobbys und Dinge am Laufen. Das ist toll, ich bin neidisch und wünschte, ich hätte die Zeit dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass Adrienne dich bitten würde, Nacktfotos von ihr zu machen. Aber es ist cool, dass sie sich dabei so wohl fühlt. Vielleicht könnten wir deinen Namen für andere, die an Pornofotos interessiert sind, weitergeben. 5 Wochen zuvor hatte ein Mann namens Ken eine E-Mail an Theresas Fotogeschäft geschickt, in der er sich für den Brief und das Paket bedankte. Und das Paket, nun, ich denke, du kümmerst dich besser um mich als meine Mutter. Nun, ich denke, das ist eine gute Sache. Ich möchte nicht, dass meine Mutter Bilder mit Pornos zugeschickt bekommt. Ich bin dir wirklich dankbar für alles und verdammt, ich möchte wirklich mit dir reden. Ich vermisse dich wirklich und danke dir für die Nachrichten an meinen Pager. Ich sollte am Montag wieder online sein. Hoffentlich könnten wir dann wieder zusammen reden. Ich vermisse dich und danke dir sehr für die Süßigkeiten. Ich werde dich über die Ergebnisse auf dem Laufenden halten. Tschüss, Ken. Am 4. November 2005, 4 Tage nachdem Theresa die Avery Road in Manitowoc County für einen geplanten Fotoauftrag verlassen hatte, öffnete das Calumet County Sheriff's Office einen Koffer in ihrem Schlafzimmer. Sie war erst gerade in das 2-stöckige Haus auf der Milchfarm ihrer Familie in der Nähe der 1100 Einwohnerstadt Hilbert eingezogen.
In einem Koffer direkt neben Theresas Bett habe ich mehrere Nacktfotos von einem Mann und einer Frau gefunden. Zu diesen Fotos gehörten auch mehrere Negative. Es gab einen Porträtauftrag von Pierce Photography, die von Bradley und Casey Tschech. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, ob diese Nacktfotos des geschriebenen Paares der Grund für ihr Verschwinden waren. Die Frau hatte eine einstweilige Verfügung erwirkt, um ihren Ex-Mann aus ihrem Leben zu verbannen. Die in Theresas Schlafzimmer beschlagnahmten Fotos waren ein zentrales Element im erbitterten Scheidungsprozess. Nach Theresas Verschwinden versuchte die Polizei, mehr über Theresas sexuelle Intimitäten mit dem Disc-Jockey aus Green Bay herauszufinden. Am Ende führte Theresa sozusagen ein Doppelleben, so Tschech. Ganz kurz Otto noch dazu, warum oft das Privatleben noch beleuchtet wird, ist, dass einfach in den meisten Fällen, so sagt man in der Forensik, einfach jemand im näheren Umfeld, meistens der Ex-Partner oder der aktuelle Partner, etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Ganz oft liegt die Sache wirklich auf der Hand, dass der Partner etwas getan hat. Und deswegen schaut man, mit wem man wo etwas zu tun hatte. Dann kommen die verrücktesten Sachen raus, dass der mit dem was hatte und der hatte da was und der hat dann das rausgefunden. Dann kam der Nachbar und hat da was erzählt und schwuppdiwupp, auf einmal ist jemand sauer gewesen und konnte die Wut nicht mehr zurückhalten und dann war es vorbei. Deswegen durchleuchtet man in der Forensik immer zuerst, also den nahen Umfeld, und eigentlich immer ist der Partner verdächtigt. Also wenn dein Partner verschwindet, solltest du dir wirklich, wirklich sofort einen Anwalt holen, gerade in Amerika, weil du bist dann meistens der direkte Verdächtige und die versuchen dann eigentlich nur noch ein Geständnis aus dir rauszuholen. Also, wir fangen an mit Kapitel 1, Wendepunkt. Die Fernsehsender von Green Bay begannen ihre Nachrichtensendung Donnerstagabend, den 3. November 2005, mit einem schrecklichen Mysterium. Eine unabhängige, sorglose junge Frau aus dem Herzen der Milchindustrie war verschwunden. Also, Milchindustrie, weil ihre Eltern hatten eine Milchfarm gehabt. Niemand hatte sie in den letzten 4 Tagen gesehen oder von ihr gehört. Die Moderatoren zeichneten ein düsteres Bild, während Fotos von Theresa Halbach über dem Bildschirm flimmerten. Die Zuschauer waren beunruhigt und fürchteten das Schlimmste. Sicherlich würde sich jemand, der die erschütterten Nachrichten sah, an eine Begegnung mit Theresa in den letzten Tagen erinnern. Das hoffte zumindest das Büro des Sheriffs der kleinen Stadt Calumet County in Chilton, Wisconsin. Doch es war nicht Theresas Gesicht auf dem Fernsehbildschirm, das die Bewohner von Manitowoc County aufhorchen ließ. Es war das Bild ihres vermissten Geländewagens, eines Toyota RAV4. Zu dieser Zeit lebte Kevin Ramlow in der Nähe von Michicot, einer kleinen, aber stolzen Stadt in Wisconsin mit 1400 Einwohnern deutscher, schweizerischer und böhmischer Abstammung. Damals gab es in Michicot 6 Hotels, 3 Lebensmittelläden, ein Kino, eine Getreidemühle und eine Brauerei. 2005 standen die 3 ursprünglichen Kirchen der Gemeinde noch, aber Michicot sah jetzt anders aus. Die Tankstelle der Stadt, die Senex gehörte, war einer der beliebtesten Treffpunkte. Die Leute kamen dorthin, um zu tanken, eine Tasse Kaffee zu trinken und ihre Zigaretten zu kaufen. Der beliebte Laden lag in der Ecke Stateway 147 und State Street. Kevin Ramlow erinnert sich noch gut daran, als er das Senex betrat. Es war Freitag, der 4. November. Im Laden fiel ihm das Vermisstenplakat ins Auge. Theresa Marie Halbach, so wie es auf dem Plakat stand, war 1,70 Meter groß und wog 67 Kilogramm. Sie hatte braune Augen und hellbraunes Haar. Ich erinnere mich, dass auf dem Plakat ein Foto von Theresa Halbach und eine Beschreibung vom Auto, das sie fuhr, abgebildet waren, erzählte Ramlow. Wie sich herausstellte, war das Senex eines der vielen kleinstädtischen Bars und Cafés, in denen Theresas besorgte Freunde und Familie Plakate aufgehängt hatten. Verzweifelt suchten sie nach Antworten und hofften, dass sich irgendjemand an eine Begegnung mit Theresa erinnerte. Und wenn die Einheimischen Theresa nicht sahen, dann vielleicht ihren Toyota RAV4. Er hatte ein großes Toyota-Schild, dort, wo das Reserverad hing. Als Ramlow das Schild sah, erinnerte er sich an etwas. Am 3. und 4. November 2005 war ich in Michicot. Ich sah das Fahrzeug von Theresa Halbach am East Twin River Dam in Michicot an der Kreuzung bei der Brücke, als ich westlich des Highways 147 fuhr. Ich erkannte, dass die Beschreibung des Fahrzeugs auf dem Plakat mit dem Auto übereinstimmte, das ich am Wendekreis am Damm gesehen hatte. An jedem Freitagnachmittag sah Ramlow zufällig einen Mann in brauner Uniform. Der Mann trug ein Namensschild. Während ich an der Senex-Station war, kam ein Beamter des Manitowoc County Sheriff's Department in die Station. Ich sagte ihm sofort, dass ich ein Auto gesehen hatte, das auf die Beschreibung von Theresa Halbachs Vermisstenanzeige passte.
auf dem Gelände des Kreisverkehrs am Damm. Nachdem er mit dem uniformierten Polizisten gesprochen hatte, setzte Ramlo sein Leben fort. Er hatte keine Ahnung, was aus der Sache geworden war. Später zog er in einen Staat im Mittleren Westen. Er verpasste sogar die Netflix-Serie Making a Murderer, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Im Dezember 2015 erschien auf Netflix eine Dokumentation über Stephen Avery. Doch Ramlo ließ sich von dem Medienrummel nicht anstecken. Ein ganzes Jahr verging, bis er endlich Netflix einschaltete. Und während er sich Making a Murderer ansah, hatte der Mann aus Minnesota einen Flashback. Er erinnerte sich an die Tankstelle in Michicott vor mehr als 10 Jahren. Ramlo kannte nicht nur Manitowoc County, er kannte auch einige der Schlüsselfiguren, die Hand in Hand mit Sonderstaatsanwalt Ken Kratz arbeiteten, um die Schuld von Stephen Avery zu beweisen. Wie die Welt jetzt weiß, war Avery ein zu Unrecht verurteilter Mann, der bereits 18 Jahre für eine mutmaßliche Vergewaltigung an der Küste des Lake Michigan im Sommer 1985 verbüßte. Das war allerdings das Verbrechen von Sexualstraftäter Gregory Allen, der von den Verantwortlichen des Manitowoc County Sheriff's Office, insbesondere von Sheriff Tom Kokorek, der damals etwa 40 Jahre alt war, freigelassen wurde. Spulen wir zurück ins Jahr 2007. Avery stand in Chilton wegen des Mordes an Theresa vor Gericht, obwohl die Beweise der Staatsanwaltschaft eher wie Schweizer Käse waren. Doch trotz der vielen Lücken auf seiner Seite überwand Ken Kratz die zahlreichen Unzulänglichkeiten seines Falles dank der unglaublichen Zeugenaussagen einer Reihe von skrupellosen Personen, die ein großes Interesse an einem Schuldspruch für Avery hatten. 12. Dezember 2016. 2 Wochen vor Weihnachten schickte Ramlo eine SMS an jemanden, den er aus Making a Murderer wiedererkannte. Zu dieser Zeit war Scott Tadich glücklich mit Barb verheiratet, der jüngeren Schwester von Stephen Avery. Zum Zeitpunkt von Theresas Verschwinden lebte Barb Gender in einem der Wohnwagen auf dem Schrottplatz der Averys, einem 40 Hektar großen Gelände mitten im Nirgendwo, umgeben von großen Kiesgruben. Zum Zeitpunkt von Theresas Verschwinden waren Barb und Scott Tadich ein festes Liebespaar, obwohl sie gerade in einer erneuten Scheidung steckte, diesmal von Tom Gender. Nachdem Ramlo Making a Murderer gesehen hatte, teilte er seiner alten Freundin mit, dass ich mit einem ihrer Anwälte in Kontakt treten muss. In seiner Textnachricht an Scott Tadich erklärte Ramlo, wie er Theresas Auto als das wiedererkannte, das er am 3. oder 4. November auf dem alten Damm gesehen hatte. Er erinnerte sich auch an ein Gespräch mit einem Mann, dessen Gesicht regelmäßig in den Making a Murderer-Folgen auftauchte. Doch Scott Tadich antwortete nicht. 90 Minuten später rief Ramlo erneut an. Zum zweiten Mal schickte er Tadich seine Telefonnummer. Er wolle alles telefonisch besprechen. »Okay, machen wir, aber ich bin jetzt wirklich krank und kann kaum sprechen, also rufe ich morgen zurück«, schrieb Tadich zurück. Doch er rief nie zurück. »Ich habe weder am nächsten Tag noch an einem anderen Tag etwas von Herrn Tadich gehört. Auf meine Bitte um die Kontaktdaten des Anwalts von Stephen Avery und Brandon Dessay«, sagte Ramlo, »ich erhielt eine weitere Nachricht von Herrn Tadich stattdessen. Am 19. Dezember 2016 um 18.10 Uhr, der aber wieder nicht auf meine Anfrage einging.« Es besteht kein Zweifel, dass Ramlo Theresas RAV4 auf der zweispurigen State Highway 147 in der Nähe des East Wind River Dams gesehen hatte. Die Abzweigung vom Highway war kaum eine Meile vom Avery Salvage entfernt, also ungefähr 1,6 Kilometer. James R. Kirby, ein in Illinois und Wisconsin zugelassener Privatdetektiv, wurde von Kathleen T. Sellner und Associates zur Untersuchung des Falls beauftragt. Ich habe Berichte über verlassene und abgeschleppte Fahrzeuge für den Zeitraum vom 31. Oktober 2005 bis zum 5. November 2005 von folgenden Behörden angefordert: Michicott Police Department, Two Rivers Police Department und Manitowoc County Sheriff's Department, so Kirby. Das war natürlich die Zeit, als Theresa das letzte Mal in Manitowoc County in der Nähe von Michicott gesehen wurde. 6 Tage später, am Samstagmorgen, tauchte ihr Toyota RAV4 unter höchst verdächtigen Umständen bei einem Doppelparkplatz auf dem Gelände vom Avery Salvage auf, neben einer Reihe von Schrottautos. Der Fundort grenzte an die große Sand- und Kiesgrube von Joshua Red End. Die Frage blieb offen: Wer hatte Theresas Geländewagen an den äußersten Rand vom Avery Salvage gebracht? War es der Täter, der alleine arbeitete? War es der Komplize des Täters? Oder war es jemand, der mit der freiwilligen Suchmannschaft zusammenarbeitete? Oder war es einer der Manitowoc County Hilfs-Sheriffs? Merkwürdig.
Übrigens hatte Theresas RAV4 zum Zeitpunkt ihres Verschwindens keinen Frontschaden. Dieses kleine, aber entscheidende Detail wird durch die Tatsache untermauert, dass es in der Vermisstenanzeige keine Hinweise auf abgebrochene Autoteile oder Wrackteile enthielt. Als ihr Geländewagen auf dem Grundstück der Averys auftauchte, wies er jedoch schwere Frontschäden auf. Merkwürdigerweise lag der zerbrochene Blinker der Fahrerseite ordentlich im Kofferraum der ermordeten Frau. Warum sollte der Täter sowas tun? Merkwürdig? Das logischste Szenario wäre natürlich, dass der Mörder nichts damit zu tun hatte, das Auto auf Averys Grundstück zu bringen und dass das Missgeschick am Auto spät in der Nacht passierte, als man versuchte, das Fahrzeug an seinen Platz zu bringen. Die Ermittlungen des Privatdetektivs Kirby über den RAV4 von Ramloh am Freitagnachmittag, dem 4. November 2005, ergab, dass das Michicot Police Department über keine entsprechende Aufzeichnung verfügte. Aufgrund der Antworten des Two Rivers Police Department und des Manitowoc County Sheriff's Office auf meine Anfrage hat keiner dieser Behörden ein verlassenes Fahrzeug auf dem Highway 147 in der Nähe der East Twin River Bridge gesehen. Eines der plausibelsten Szenarien, warum die Polizei das verlassene Fahrzeug in der Nähe des alten Dammes am Highway 147, also dem Bezirk des Sheriffs von Manitowoc County, entdeckt wurde, wäre, dass das Auto direkt durch das Eingreifen des Manitowoc County bewegt wurde. So, jetzt war jetzt so die Einleitung, da höre ich jetzt einfach mal auf. Ich frage jetzt wieder, wie seht ihr das mit Stephen Avery? Aber ich bitte diesmal, dass nur die Leute antworten, die sich das auch wirklich auf Netflix angeschaut haben. Weil ich habe hier teilweise Diskussionen mit Leuten, die wissen eigentlich noch gar nicht mal, um was es geht. Ich habe hier auch ein Video schon gemacht und schon mal alle Beweise aufgezählt, wie es nicht sein kann, dass er etwas damit zu tun hat. Das wird auch ignoriert und deswegen, also es gibt tatsächlich Leute, ich weiß nicht, die kommen abends nach Hause und ihr Lebensinhalt besteht darin zu stänkern. Das kennt ihr wahrscheinlich alle im Internet, die müssen da so ein bisschen so ihren Druck ablassen und meistens unter anonymen Namen und sind nicht konfrontationsscheu, die stehen da drauf, die brauchen das, die fühlen sich lebendig dadurch, wenn sie einfach ein bisschen rumstänkern, andere Leute beleidigen und das als freie Meinungsäußerung hinlegen. Nein, Otto, es ist nicht. Es ist keine freie Meinungsäußerung, wenn du andere Leute angehst. Es ist eine Beleidigung. Deswegen möchte ich bitten, dass tatsächlich nur Leute antworten, die das auch gesehen haben mit Netflix, da ihnen sonst einfach alles fehlt an Wissen, um überhaupt mitreden zu können. Da es wirklich sehr, sehr umfangreich ist und sehr viele Details da sind und allein der Aspekt, dass Kathleen Zellner sich für Stephen Avery einsetzt, ist schon ein Zeichen dafür, dass er unschuldig sein muss, da sie, glaube ich, die beste Forensikerin ist, die es auf der ganzen Welt gibt. Die findet es heraus, die hat auch zu ihm gesagt, ich hoffe, dass du mir die Wahrheit sagst, ansonsten finde ich die Wahrheit raus. Die haben auch einen Gehirntest gemacht mit Gehirnströmen. Da ist es unmöglich zu lügen und da sieht man auch, wie das Gehirn funktioniert. Selbst beim Psychopathen, selbst da könnte er nicht lügen, das würde man merken bei einem Ausschlag. Und Stephen hat das bestanden, tatsächlich, er hat die Wahrheit gesagt. Nur alle Anträge werden immer wieder abgelehnt. Natürlich, alle Anträge kommen zuallererst zur Richterin, die ihn verurteilt hat. Ich persönlich glaube ja, dass die auch unter eine Decke steckt mit allen anderen und deswegen lehnt sie immer ab und das zieht sich und zieht sich und zieht sich seit Jahren. Deswegen, so, es gibt jetzt aber auch auf, ich glaube, im amerikanischen Fernsehen jetzt ein Gegenvideo, eine Aufklärung, wie alles, keine Ahnung, dass halt alles nicht stimmt, was bei Making a Murderer erzählt wird. Das ist auch ganz interessant, kann man sich auch gerne anschauen. Hauptsache, ihr habt euch irgendetwas angeschaut davon und sagt nicht wieder, dass er ins Gefängnis muss, weil so diskutieren oder, keine Ahnung, eine Kommunikation führen mit jemandem, der einfach nur Punkt sagt, ist schwierig und wird eigentlich auch nicht wirklich ernst genommen. Man braucht da schon ein bisschen Hintergrundwissen. Und ja, für mich ist dieser Bob immer noch sehr, sehr sus, würde ich sagen, sehr suspekt. Ich habe Kontakt tatsächlich mit dem Bruder von Brandon Dassey. Das ist der Brad Dassey, der das Lied auch rausgebracht hat. Ein super höflicher, gut erzogener, netter Mensch, der auch keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter hat. Er hat auch Beweise und er wird nicht gehört und er denkt auch mit vollstem Herzen, dass sein Halbbruder was damit zu tun hat und nicht Brandon. Und dass alles verdeckt und versteckt wird. Und ja, und seine Mutter hat ihm da ja auch schon gedroht, dass er eine Klage am Hals haben wird, wenn er so weitermacht, damit er endlich ruhig ist. Ihr könnt Stephen auch schreiben, ihr könnt auch Brandon schreiben. Brandon ist ja seit seinem 16. Lebensjahr im Gefängnis, was sehr traurig ist. Ich glaube, er ist mittlerweile fast so alt wie ich. Ich bin jetzt 37. Sein einziger Wunsch ist eigentlich nur die WWE anschauen, Wrestling und ein bisschen PlayStation zocken. Und das ist dermaßen traurig, dass er so hinters Licht geführt wurde. Wenn ihr nicht wisst, um was es wirklich geht, was ich jetzt nicht glaube, dann schaut euch nochmal meine alten Videos an dazu.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne rein, auch wenn ihr etwas nicht versteht oder wenn ihr Fragen habt und vielleicht zweifelt, ist er vielleicht doch schuldig. Also ich habe mich sehr lange und intensiv damit beschäftigt. Ich habe auch dieses Hintergrundwissen vom Bruder von Brandon. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne reinschreiben. Ich bitte nur die Leute einfach nicht zu kommentieren, die dann wieder sagen und Fingerzeig machen und sagen, doch, er ist schuldig und das mit der Katze und so weiter. Aber da kommen wir einfach nicht weiter mit. Wirklich, also traut euch zu fragen. Und es gilt immer noch die Unschuldsvermutung bei mir. Und es wäre ganz schön, wenn es auf dem Kanal auch so bleiben würde. Ich danke fürs Zuhören und ja, ich freue mich jetzt auf den nächsten Teil. Wird bestimmt spannend, weil das über Theresa wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie gerne auf Aktfotografie irgendwie so abgefahren ist. Ja gut, soll ja jeder machen, was er möchte. Ich sage immer, jeder kann machen, was er möchte, solange man niemanden verletzt, mental noch körperlich. Deswegen, die Arbeit muss auch gemacht werden und irgendjemand muss diese Arbeit machen. Ja, und Körper ist ja eigentlich was ganz Natürliches. Von dem her, ja, interessant. Danke fürs Zuhören und auf bald. Es ist wie so ein Bild, das ich ersetzt. Sauberst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt. Du und ich schon verschwommen, mir geht's nur um simple Recht. Doch ich hab genug gesehen, nimm Tuch und wisch es weg. C'est la vie.